Geh los, alles klar. Ja, herzlich willkommen. Wir stellen euch heute Widget vor. Das ist leider einer der letzten Beiträge. Deshalb versuchen wir, das Ganze so ein bisschen zügig zu machen, damit nachher ein bisschen Zeit ist für Fragen. Weil sonst hätten wir ganz gerne was noch im Stand besprochen oder so. Ist leider nicht möglich. Aber ich hoffe, das wird euch dennoch heute alles schlüssig und hilfreich sein. Ja. Kurze Einleitung, also wir stellen kurz WidgetKit vor, in einer Zweierversion, in der aktuellen. Dann springen wir rüber zu einer kleinen Live-Demo, zeigen euch das Ganze mal, wie das so funktioniert. Dann wird der gute Hendrik hier noch mal ein bisschen was zur Customization erzählen, Custom Widget und so weiter. Genau. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen Zeit, haben wir für Fragen und Feedback. Ja, stellen wir uns mal kurz vor. Ich bin Danny Knark. Bin 30 Jahre alt, komme auch aus Hamburg, arbeite seit 5 Jahren bei Useam und bin da für die Themes und andere Grafiktätigkeiten zuständig. Genau, ich bin Hendrik, seit 2 Jahren jetzt bei Useam, Webentwickler und bin so Unterstützer für die Theme-Entwickler und Theme-Designer. Genau, und ich werde euch nachher so ein bisschen zur Customization eigene Widgets erstellen, das erzählen und zeigen. Ja, Frage, was ist überhaupt WidgetKit? WidgetKit ist eigentlich nichts anderes als ein Plugin, eine Extension, mit der man halt in wenigen Schritten, also in kurzer Zeit, ohne große Programmierkenntnisse seine Inhalte erstellen und verwalten kann. WidgetKit besteht zum Beispiel zum einen aus den Widgets, das sind die kleinen Templates, Layouts sozusagen mit modernen JavaScript-Effekten. Und zum anderen durch die Content Provider, die halt die Daten liefern sozusagen. Das Ganze funktioniert über den sogenannten Shortcode. Das ist halt den wir gleich nochmal genauer vorstellen werden, über den wird das Ganze gesteuert und aufgerufen. Ja, und natürlich ist WidgetKit modular und erweiterbar. Das heißt, das zeigt der Hendrik euch später nochmal, einfach anzupassen. Man kann seine eigenen Provider und Widgets anlegen. Ja, Widgets. Das sind halt kleine dynamische Vorlagen, davon zeigen wir euch nachher nochmal eine Handvoll, mit der man halt bestimmen kann, wie der Inhalt auszusehen hat. Da hätten wir zum Beispiel das Gallery-Widget, was halt eigentlich prädestiniert ist für kleine Galerien, Fotoalben und so weiter. Zum anderen hätten wir dann auch das Maps-Widget, in der es halt möglich ist, Google Maps auszugeben, mit zahlreichen Optionen für Kartendarstellung. Und nicht zu guter Letzt hätten wir da auch noch das Slideshow-Widget zum Beispiel, mit der es halt zum Beispiel möglich ist, große Bilder Fullscreen zum Beispiel anzeigen zu lassen oder auch sogar Hintergrundvideos. Das war es erstmal zu den Widgets, die halt die Darstellung bestimmen. Und dann hätten wir natürlich auch die Content-Provider. Und da gibt es halt unterschiedliche Content-Provider. Aktuell haben wir den Custom-Content-Provider, das heißt, man gibt seine eigenen Daten ein, Titel, Bilder, Text. Und zum anderen hätten wir natürlich auch den Joomla Content Provider, der sich halt die Daten aus Joomla zieht. Zudem supportet WidgetKit auch Zoo und K2 aktuell. Und das Ganze funktioniert natürlich auch auf WordPress, ähnlich wie bei Joomla. Und da gibt es halt natürlich auch noch zusätzlich den WooCommerce Support. Ja, und zu guter Letzt, seit kurzem verfügbar für WidgetKit ist der Twitter Content Provider. Da kann man halt Tweets mit von bestimmten Usern oder halt von bestimmten Suchbegriffen anzeigen. Das zeigen wir euch nachher auch nochmal in der Live-Demo, wie das Ganze funktioniert. Ja, Shortcodes, was ist das? Manche WordPress-Benutzer werden es vielleicht wissen, schon mal davon gehört. Das heißt einfach nur, es wird durch den Shortcode wird das Widget sozusagen angesteuert. Man braucht halt keinerlei Programmierkenntnisse. Ich zeige euch gleich nochmal in Aktion, wie das Ganze wirklich funktioniert. Der Shortcode besteht aus einer ID und einem Namen, der frei wählbar ist. Der könnte jetzt theoretisch, wie hier, in dem Beispiel Ostsee 2015 heißen. Oder könnte auch theoretisch was mit dem Widget selber zu tun haben. Machen wir mal Block Grid. Ja, und da sind wir auch schon angekommen. Um euch das Ganze mal jetzt ein bisschen zu zeigen, wie das funktioniert, werde ich jetzt euch mal ein paar Widgets zeigen. So. Und zwar haben wir da schon mal was vorbereitet. Wir haben hier zum Beispiel einige Widgets erstellt.
Jetzt ist es natürlich ein bisschen schade. Eigentlich sollten es drei nebeneinander sein. Der Monitor ist ein bisschen zu klein. Und zwar haben wir halt einfach neue Items angelegt und das Ganze mal in verschiedenen Widgets dargestellt. Zum Beispiel das Gallery Widget und das Slideshow Widget. Hier natürlich etwas kleiner dargestellt als in der Probe. Und natürlich das Switcher Widget. Das Ganze wollen wir jetzt einfach mal nachbauen und zeigen euch, wie fix das eigentlich geht. Dazu gehe ich in meine frische Installation und da habe ich schon einen Artikel vorbereitet, den man hier sehen kann. Das ist halt leer. Und in den werde ich jetzt einfach mal reingehen. So, das Ganze funktioniert folgendermaßen. Wir haben hier den Editor und klicken einfach auf den Widget-Get-Button, wählen einen New aus, als Content-Type, also den Provider, wählen wir Custom aus und als Widget nehmen wir jetzt einfach mal das Grid und sagen einfach mal Create. Jetzt müssen wir natürlich einen Namen eingeben, das nennen wir jetzt einfach Custom Widget und sehen jetzt hier, dass wir halt Items oder Media hinzufügen können. Item kann man halt per Hand selber anlegen. Müsste man halt hier den Titel, das Bild und den Inhalt zum Beispiel eingeben. Wir wollen jetzt aber einfach mal das Ganze ein bisschen beschleunigen. Und dazu gehen wir mal in unseren angefertigten Ordner, Widget Get Custom, und ziehen uns da jetzt einfach mal neun Bilder rein. So, die wählen wir da einfach mal an. Und sagen Select. Wir sehen können jetzt hier die neuen Items. Mit dem Image-Part, theoretisch könnte ich den auch einfach editieren und daraus eine 8 machen. Und wir haben hier das Content-Field. Und den werde ich jetzt mal provisorisch füllen. Ah, hier haben wir gerade das nicht offen. Hier ist er. Da haben wir den guten alten Lorem Ipsum. Und den füllen wir doch einfach mal hier in die Inhalte ein. Dann verlinken wir das Ganze nochmal mit der Seite zum Joomla.de. Das Gute ist, man bleibt halt im Feld aktiv, das ist sehr angenehm. Und haben jetzt eigentlich schon mal einfach plain Inhalt hinzugefügt. Wir haben einen Titel, wir haben das Media-Element und wir haben hier den Content und, so wie, und den Link natürlich. Jetzt haben wir noch natürlich die Option, wir können im Widget-Kit nochmal zusätzliche Felder hinzufügen. Da nehmen wir doch einfach mal den Badge, den legt man einfach einmal an, schließt ihn und könnt dann hier theoretisch seinen Text eingeben. Das machen wir mal einfach bei 4 Items. Audio und natürlich Service. So, jetzt haben wir schon mal den Content angelegt. Wir speichern das Ganze einfach mal. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal den Inhalt erstellt. Und jetzt geht es daran, dass wir natürlich noch gewisse Settings haben. Das war jetzt der Content und jetzt geht es daran, das Widget zu konfigurieren. Und da haben wir halt je nach Widget verschiedene Optionen. Hier hätten wir zum Beispiel das Layout. Hier könnten wir halt bestimmen, wie das Gatter, also wie verhält sich der Abstand von einem Item zum anderen. Da nehmen wir einfach mal Medium aus. Jetzt haben wir natürlich einen sehr kleinen Monitor hier. Jetzt müsste ich wahrscheinlich hier 3 auswählen und nicht mehr bei Desktop 3. Mal gucken. Und hier sagen wir einfach mal 2. So. Das heißt eigentlich nichts anderes, dass zum Beispiel jetzt auf kleinen Geräten, zum Beispiel iPhone oder HTC oder so, halt ein Item pro Reihe angezeigt wird und halt auf größeren Geräten halt 3 nehmen kann. Dann sagen wir halt noch den Panel. Wir wollen ganz gerne eine Box haben. Wir möchten das ganze Panel verlinken und wir wählen als Animation einfach mal Fade aus. Also könnt ihr nicht Landscape und so. Doch, gibt's.
Beim Tablet? Ja. Also ja, Landscape ist ja eigentlich schon die Desktop-Variante, also 1024. Und da hätten wir halt natürlich noch die Large Screens, das sind noch größere, das wäre jetzt bei Standard, glaube ich, bei UI gerade 1200 Pixel, glaube ich, 1220. Ja. Also ich habe das heißt immer hochkant. Porträt ist halt hochkant, Landscape ist halt breit. Und Tablet ist halt? Bei Tablet wäre es jetzt das Porträt, bin ich der Meinung. Ja, und dann hätten wir natürlich noch den Menüpunkt Media. Hier könnten wir verschiedene Einstellungen machen, zum Beispiel die Größe, Höhe vom Bild bestimmen, das Ganze, wie das vor das Bild angezeigt werden soll, zum Beispiel über dem Titel, unter dem Titel links, rechts. Wir lassen es einfach mal auf Teaser. Das heißt einfach nur, dass das Bild halt über dem Titel angezeigt wird, aber ein bisschen anders als above. Dann hätten wir noch Border. Da können wir halt sagen, wie das Bild auszusehen hat, zum Beispiel mit gerundeten Ecken oder halt als Kreis. Und wir haben hier Overlay-Option, wo wir halt sagen können, was wir ganz gerne, wenn wir das hovern, angezeigt werden sollen. Ich belasse es erstmal bei den Standardeinstellungen und widme dich den Content zu. Und da hatten wir verschiedene Optionen. Wir können halt den Titel zeigen, ein- und ausblenden, den Inhalt, Social-Buttons, die müssen wir natürlich nochmal im Content hier, könnte man die theoretisch auch nochmal anlegen. Und wir können ja gewisse optische Geschichte nochmal ansteuern. Zum Beispiel, wie groß soll der Titel sein? Ich belasse ihn mal bei Default, das ist meistens nach H3. Das Alignment, das stellen wir mal einfach auf Center. Und den Rest lassen wir einfach mal da. Wir könnten auch bestimmen, wie der Button auszusehen hat. Das Ganze ist natürlich, kommt aus UIKit. Also WidgetKit ist halt mit UIKit gebaut. Und bei dem Badge sagen wir auch einfach mal Panel. So, zu guter Letzt hätten wir natürlich noch den Punkt General. Und da könnte man jetzt theoretisch, wenn man möchte, gerne gesehen eine eigene CSS-Klasse hinzufügen, um das nochmal anzusteuern. Aber wir belassen es erstmal dabei und sagen einfach mal Save. Wählen unser neues Widget aus. Und wie wir sehen können, ist jetzt hier der Shortcode. Der hat jetzt sozusagen die ID und den Namen des Widgets. Wenn wir jetzt den wieder ansteuern wollen, klicken wir einfach hier in das Widget rein und drücken wir den Button und es öffnet sich. So, speichern wir den ganzen Artikel einfach mal und gucken uns das am Frontend an. Wir sehen jetzt hier noch gerade gar nichts. Ja, und schwupps haben wir Inhalt. Das ging eigentlich relativ fix. 9 Panels sozusagen. Wenn wir das Ganze jetzt etwas kleiner ziehen, müsste relativ schnell auf 2 springen und nachher auf 1. Okay, das ist ein bisschen unschön. Und ja, das wäre es erstmal so zur Grundlage. Jetzt sagen wir uns natürlich, das gefällt uns nicht, wir wollten das doch ganz gerne etwas anders darstellen. Und das ist halt der Clou an WidgetKit. Das ist relativ einfach jetzt zu sagen, wir möchten daraus eine Bildergalerie machen. Wir klicken einfach wieder auf den Shortcode, drücken auf WidgetKit und klicken hier auf dieses mysteriöse Zahnrädchen. Und da sehen wir da mal das Grid und wir sagen einfach, wir möchten die Gallery haben. So, und drücken einfach mal Apply. Wie ihr sehen könnt, bleibt der Inhalt noch da. Es wurde nichts gelöscht, alles beim Alten. Nur die Settings haben sich jetzt natürlich geändert. Wir haben jetzt zwar noch den Punkt Layout, aber wir hatten jetzt auch neu den Punkt Lightbox, weil es ja eine Gallery ist. Zu dem komme ich gleich. Beim Layout müssen wir natürlich, weil wir jetzt ein neues Widget erstellt haben, weil es ja ums Layout geht, das Ganze natürlich wiederholen. Wir stellen auf 2, wir stellen auf 3. Und vielleicht bei Animation sagen wir nochmal, Scale up. Gucken uns Media an. Sagen hier zum Beispiel für ein Overlay, wir möchten das ganz gerne zentriert haben. On Hover, Fade, Scale, ist alles okay. Gucken uns Content nochmal an, ist auch alles gut. Und hier hätten wir halt den neuen Punkt Lightbox. Und da könnten wir halt zum Beispiel sagen, wir möchten eine Lightbox haben, also dass das Bild nochmal groß aufgeht, oder wir möchten es halt nicht. Und wir möchten es natürlich, also belassen wir es bei. Und drücken einfach mal Save und gucken uns das Ganze nochmal neu an. Wie wir sehen, haben wir noch das Grid. Und wenn wir jetzt einfach refreshen, oh, da habe ich einen Fehler. Ich muss das mal ein bisschen schön machen. Wir möchten beim Gatter einfach mal gar keins haben. Also kein Problem. Collapse. Gucken uns das nochmal an. Und voilà, haben wir so eine Art Bilderwand. Und wenn wir jetzt hier hovern, klar, ist der Inhalt ein bisschen groß. Wird abgeschnitten. Ein bisschen kleiner machen.
natürlich ist der Inhalt immer nur so begrenzt, wie groß das Bild halt ist. Also wenn man zu viel Inhalt reinmacht, wird es natürlich abgeschnitten. Ich muss halt zugeben, in unserer Probephase hatten wir einen größeren Monitor. Da sah das alles noch ganz gut aus. Entschuldigung für diese miese Darstellung. Eigentlich wäre hier noch ein Button drin. Ja, deshalb, ja, weil uns das nicht gefällt, weil es so groß ist, ja, sagen wir einfach, wir möchten das doch anders darstellen. Das ist auch kein Problem. Und das machen wir eigentlich dasselbe wie eben. Wir drücken wieder aufs Zahnrädchen und wählen uns einfach ein anderes Widget aus und sagen hier Slideshow, drücken auf Apply. Ja, Content ist immer noch da, alles gut. Und da hatten wir zum Beispiel einen neuen Menüpunkt, Slideshow. Und da sagen wir einfach, alles klar, Navigation möchten wir jetzt gerne Thumbnails haben. Möchten die zentriert, das ist alles gut. Das haben wir gerade vorhin gesehen, die waren schon ein bisschen groß auf unserer Demo-Installation. Und dann sagen wir, hier machen wir mal 40x40 Pixel. Belassen den Rest so wie er ist. Das möchte man da ganz gerne einen coolen Effekt haben. Das wäre zum Beispiel der Ken Burns Effekt. Der soll von Top Left kommen. Fullspeed wollen wir hier nicht machen. Ja. Und den Rest belassen wir einfach so wie er ist. Obwohl, eigentlich können wir den Inhalt auch ein bisschen größer machen. Machen wir H2 draus. Den lassen wir so. Und den Button machen wir doch einfach mal large. So. Drücken auf Speichern. Ich zeige euch das mal kurz. Wie ihr sehen könnt, der Shortcode ändert sich nie. Eigentlich wird da, wie gesagt, nur die ID angesteuert. So. Refreshen einfach mal. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt hier eine Slideshow oder Inhalt, weil ich was vergessen habe. Und zwar das Overlay. Da haben wir ja gar keins gerade. Da sagen wir wieder Center. Fade, jo. Wie ihr sehen könnt, muss ich auch gar nicht den Artikel speichern. Ich speichere immer nur das Widget. Das ist eigentlich ziemlich praktisch. Jetzt drücken wir nochmal Refresh. Ja, da ist er. Und da haben wir dann zum Beispiel den Inhalt. Mit dem Ken Burns Effekt. Ja, wir haben halt die Thumbnail-Navigation. Können jetzt zwischen den Bildern wählen. Und haben eigentlich immer noch den gleichen Inhalt. So, und zu guter Letzt wählen wir doch einfach mal noch ein anderes Widget aus, um zu zeigen, was wir also machen können. Und da nehmen wir einfach mal den Switcher und drücken dann noch Apply. Gehen wieder auf unsere Settings. Wählen hier einfach mal die .nav aus. Möchten die natürlich oben. Zentriert ist immer schön. Möchten ein bisschen mehr Platz zwischen Bild und Text haben. Und wir wählen als Animation einfach mal Slide Horizontal. Also horizontales Slide. Ja, auf Deutsch. ja. Gucken wir nochmal hier. Sagen wir, hier haben wir nochmal Alignment. Sagen wir, möchten ganz gerne das Media-Element, also das Bild links haben. 50% soll es einnehmen, also 50-50, die Hälfte. den Rest belassen wir dabei und drücken einfach mal auf Speichern. Obwohl, eigentlich möchte ich nochmal den Button klein machen. Ach, ist er ja eh. Gut. So. Gucken uns das Ganze jetzt nochmal an. Und voilà, sieht schon wieder komplett anders aus. Ja, wir haben das Bild, wir haben hier unseren Inhalt und können halt mit der .nav zwischen den einzelnen Items wechseln. Ja, das war es erstmal so zu dem Custom Widget, also eigene Inhalte sozusagen. Jetzt möchte ich euch das Ganze noch ganz gerne mit Joomla zeigen, wie das funktioniert. Das ist auch relativ einfach und dazu verlassen wir einfach mal den Artikel und gehen auf unseren das war ja eh schon Joomla-Artikel heißt der hier bei uns. Der ist genau so leer wie der andere. Ja, und klicken halt wieder auf WidgetKit. Klicken auf New. Wählen diesmal Joomla als Content Provider. Und wählen wieder das Grid aus. Und sagen mal Create. So, müssen wir natürlich einen Namen eingeben. Joomla Widget. Als Kategorie haben wir was vorbereitet, da sind jetzt 9 Artikel drin sozusagen, nehmen wir den Blog Dynamic. Dann haben wir natürlich noch die Option zu sagen, Subkategorien ja, nein oder halt Featured Articles ja, nein. Wir wissen, wir haben 9 Artikel und möchten ganz gerne auch die 9 ausgeben.
Dann könnten wir halt noch sagen, bei der Order, also der Sortierung der Artikel, latest first, latest last und so weiter. Ich lasse das mal auf Default. Und zu dem Mapping komme ich gleich nochmal kurz. Jetzt drücken wir erstmal Speichern. Gehen nochmal auf Settings. Hier wählen wir diesmal beim Grid Behavior, also wie sich das Grid verhalten soll, mal das Dynamic Grid. Und ja, lassen das bei 20. Das sieht gut aus. Machen hier wieder 2, 3. Animation machen wir Fade. Panel wollen wir ganz gerne mal als Header haben. Media Teaser ist super. Content ist auch super. Ja, einfach mal speichern. So, jetzt müsstet. Ah, jetzt habe ich euch die leere Seite ja gar nicht gezeigt. Die wäre so spannend gewesen. Ja? So, jetzt klicken wir doch einfach auf Joomla. Oh, da ist ja leer. Warum? Weil ich hier noch nicht gespeichert habe. So, nochmal. Ich habe das Widget nicht ausgewählt. So, jetzt habe ich es ausgewählt. Und jetzt muss ich natürlich, jetzt muss ich den Artikel speichern. So. Voila. Success. Jetzt aber. Also leere Seite, wie gesagt. So, da haben wir sie. Wir haben halt die neuen Artikel im Dynamic Grid. Wenn wir das jetzt ein bisschen, das Dynamic Grid, dann halt natürlich die Funktion, wenn wir das halt ein bisschen verkleinern, ja, verschiebt sich das so schön. Ja, zack. Ist natürlich auch responsive. So, jetzt fällt mir aber auf, der ganze Meta-Bereich hier, der ist mir ein bisschen zu viel. Da gehe ich natürlich zurück. Klicke hier wieder rauf. Klicke auf Widget Kit. Und habe jetzt hier das Mapping. Das heißt, ich kann die einzelnen Elemente, die Joomla mir bereitstellt, sozusagen nochmal ansteuern. Und würde sagen, ich möchte keine Categories, kein Autor. Und das Published Date möchte ich auch nicht haben. So, und so einfach Save. Und guck mir das jetzt nochmal an. Ja, und finde, jetzt sieht es auch nicht ganz gut aus. So kann ich es lassen. Ja. Ja, das war es immer zum Joomla Widget. Also relativ einfach. Natürlich könnte man auch hier wieder ganz einfach den Renderer ändern, also das Widget. Ich könnte zum Beispiel sagen, das Ganze soll im Grid Stack oder in einem Slide Set sein. Das kann man auch gerne ausprobieren, also super easy. Man muss halt nur die Einstellung natürlich wieder ein bisschen einpassen, weil das Layout sich halt mal ändert. Und ich möchte euch ganz gerne nochmal zu guter Letzt das Ganze mit Twitter zeigen, wie das funktioniert. Ist relativ ähnlich. Dazu schließen wir den Artikel wieder. Und gehen auf, auf unsere leere Twitter-Seite. Ich zeige euch die nochmal kurz, die ist leer. und gehen nochmal ins Backend. So, drücke hier auf Widget Kit, sag neu und wähle diesmal Twitter aus. Ich möchte euch diesmal dann ein anderes Widget vorstellen, das ist das Grid Stack. Und sag einfach mal Create. Twitter Widget. Ja, und da hatten wir jetzt zum Beispiel die Option, welche Quelle nehmen wir. Könnten einen User nehmen oder halt einen Suchbegriff. Wir nehmen halt mal einen User. Und wer soll es anders sein? User. Könnten hier auch das Limit einstellen. 5 oder was weiß ich, wir lassen es mal bei 5. Dann könnten wir natürlich als Option sagen, wir möchten Retweets in den Results haben oder auch nicht. Und wir könnten natürlich noch sagen, Entschuldigung, ob wir nur Tweets mit einem Media-Element anzeigen wollen, also mit einem Video oder einem Bild. Wir möchten das ganz gerne haben, sieht immer gut aus. Und müssten jetzt natürlich, das ist noch connected, ich zeige euch das mal kurz, müssten uns natürlich kurz autorisieren. Und das funktioniert folgendermaßen, drücken wir auf Request Pin. Sage, autorisiere App. Achso, das geht hier natürlich nicht. Jetzt müsste ich mich natürlich hier einloggen. Wenn ich mein Twitter-Passwort noch kennen würde. Ja. So. Admin-Demo wäre gut. Ja. Ja, es geht. Oh, wunderbar. Das wäre Dankeschön. So. Und sage jetzt natürlich, autorisiere die App. Ja, und dann kriegen wir so einen schönen Code generiert. Den markieren und kopieren wir uns. Schließen das Fenster einfach wieder. Fügen diesen hier rein. Ja, er checkt das kurz, sagt alles klar. Ab damit, wir drücken kurz Save. So, gehen auf die Settings.
Die sind eigentlich bei dem GridStack ziemlich gut vorkonfiguriert. Wir sagen einfach nochmal, wir möchten Divider zwischen den Items haben und wir möchten das Ganze natürlich fancy animieren. Ja? Animation ist immer gut, alles muss animiert werden. So, drücken wir auf Save. Jetzt nicht vergessen, natürlich auch mal auswählen. Den Artikel natürlich speichern. Und refreshen. So, ja, oha, da bin ja ich! Ahoi Olivia. So. Wie wir sehen können, haben wir jetzt hier sozusagen 5 Tweets in dem GridStack Widget mit den Retweets. Haben wir Retweets da drin? Ja, ne? Hier, da. Nehmen wir den auch einfach mal raus, um das nochmal zu zeigen. Klicken wir mal auf Widget Kit. Sagen hier nein. Refreshen das Ganze nochmal. Das müsste Olivia weg sein. Ja. Und haben hier unsere Tweets. Ja. Ja, das war es eigentlich erstmal so zur Demo. Wenn du jetzt Daten aus der Datenbank lesen wolltest, wie würde das gehen? Daten? Also du meinst anderen Content sozusagen. Ach so, ja. Das dafür sind diese Content Provider ja da und man könnte sich eigene Content Provider erstellen, wo man dann sich selbst bestimmt, woher die Daten kommen. Also das kann man dann völlig frei definieren. Da mappt man dann die Daten rüber. So, dass muss man einen eigenen Content Provider erstellen. Genau, da müsste man einen eigenen für erstellen. Das ist kompliziert. Ja. Kommt drauf an, wie kompliziert man es macht. Ich drücke mal. Ja. Genau, also ich zeige euch einmal kurz, wie die Struktur von den Widgets und dem Content Provider aussieht und wie man eigene Widgets erstellen kann, wenn man zum Beispiel ein komplett anderes Markup erstellen möchte als das, was wir jetzt vorgeben in den Widgets. Dann benutzt man eigene Content Provider, um den Content eben nicht nur aus Joomla oder aus den custom erstellten Contents zu ziehen. Und wie man die eigenen Felder definiert, um sie in Widgets zu rendern. Das war es auch schon gemacht. Ja. Also eine Sache wollte ich noch kurz zeigen. Ganz wichtig. und zwar, da ja WidgetKit auch mit UIKit zusammenarbeitet, ja, ganz dicke Freunde, funktioniert das natürlich auch in unseren Themes. Zum Beispiel mit oder halt in Custom UI-Kit Themes, muss ja nicht unbedingt ein Warp Theme sein, kann ja auch einfach mit UI-Kit gebaut sein. Natürlich auch mit dunklen Themes zum Beispiel. Das Ganze kann ich mal nochmal hier zeigen, hier sieht es ein bisschen besser aus, weil hier mehr Inhalt ist. Das Ganze geht natürlich dann automatisiert mit seinen eigenen Styles. So. Dankeschön. Ja. Also das Theme ist Gusto, nur ein bisschen angepasst, ne, falls Interesse da ist. Ja, noch nicht. Dann gehen wir hier mal raus. Gehen wir in die Content Provider. Und zwar gibt es ja hier unten dieses Manage Fields, diesen Button Manage Fields. Hier oben sind einmal vordefinierte Custom Felder, die unsere Widgets auch unterstützen. Dann gibt es noch einen Custom Button und da kann man sich jetzt eigene Felder hinzu definieren, also ein neues Media Feld oder ein neues Textfeld. Wir nehmen jetzt einfach mal ein neues Textfeld, geben dem ein, also wir wollen zum Beispiel irgendwie ein Datum noch dazu ausgeben. Schreiben Datum. Der Feldname muss eingegeben werden, worüber wir das Feld nachher ansprechen können, um es zu rendern. Sagen jetzt. Und wo sind wir hier? Im ersten. Dann, was haben wir denn heute eigentlich? 19. Den 19. Genau. Das war 2015, ne? Hat keiner gemerkt, dass ich kurz gezögert habe. So, speichern das. Jetzt wird dieses Feld
Bin ich auf dem richtigen? Ja. Wird dieses Feld natürlich noch nicht ausgegeben, weil das Widget dieses Feld nicht kennt. Gucken wir uns das Ganze in der Struktur einmal an. Und zwar... Oh Gott, das ist klein. So klein, ne? Ja. Das hier ist einmal das Joomla-Verzeichnis, in dem unser Template drin liegt. Und in diesem Template können wir dann einen Ordner Widget Widgets erstellen und einen Ordner für unsere eigenen Widgets, die wir haben wollen. Und da drin befinden sich dann, man benötigt nur zwei Dateien, einmal die Plugin.php und im Views einmal die Widget.php, die dann das Rendering, das Markup für die Frontpage enthält. Gucken wir uns das einmal an. So sieht diese Plugin.php aus. Wir haben hier ein Array, das zurückgegeben wird, in dem wir den Namen von dem Widget definieren. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist einfach das vorhandene Grid-Widget zu kopieren. Also es ist eigentlich eine 1:1 Kopie von einem vorhandenen Widget. Würde ich auch raten, wenn man damit startet, dass man einfach ein vorhandenes Widget kopiert und dann die Sachen darin anpasst und ändert, sodass es den eigenen Bedürfnissen dann entspricht. Hier in diesem Settings-Array sind einmal die Default-Werte vorbestimmt. Also wenn man das Widget das erste Mal anlegt, sind das die Werte, die eingetragen sind in den Settings. Und dann gibt es hier unten die zwei Events, einmal initZeit, in dem wir noch Scripts laden, die jetzt hier von UIKit kommen, um das Grid JavaScript zu haben. Und was hier noch ist, ist in der initAdmin, dass wir im Backend auch Settings haben. Also neben dem Content-Reiter gab es ja noch den Settings-Reiter und die liegen in dieser Edit.php, was einmal eine Form ist, in der die ganzen Formfelder definiert sind. So, wir haben ja jetzt ein neues Feld angelegt. Hier oben werden einmal die ganzen Settings, die man machen kann, ausgelesen und das konfiguriert dieses ganze Widget. Und relativ weit unten in dem Grid-Widget kommt dann das eigentliche Markup, wie dann die Felder ausgegeben werden. Ich kopiere jetzt einfach mal den Block, der den Content ausgibt. Pack den hier hin. Und unser Feld hieß ja Date. Das heißt, wenn wir jetzt auf das Item in dem Item Date sind, Settings Date gibt es nicht. Das würde jetzt abfragen, ob, also wenn wir definiert hätten, dass man in den Settings noch aktivieren muss, wir wollen dieses Feld rendern oder nicht, nehmen wir jetzt raus, wir rendern es immer, wenn es da ist. Und genau, das wäre es schon. So, jetzt sind wir wieder hier in unserem Widget und haben hier unten unser Grid Gusto, das ist dieses Custom Widget. Das wählen wir jetzt aus. Apply, Save Form gucke ich da hin. So. Das muss dann noch besser sehen. Achso, du hast noch keine Settings gemacht. Okay, aber wieso rendert er mir das Feld nicht? Du hast jetzt nur ein Icon jetzt angegeben. Ja. Ah. Das ist es aber ehrlich gesagt nicht. Also hätte mich jetzt gefreut, wenn es das ist, aber
welchem? Ich bin doch hier im. Auf jeden Fall. Richtigen Widget. Du bist jetzt aber aus dem Date. Ich glaube, ich bin gar nicht im richtigen Widget. Du bist ein Demo, das war clean. Ja, das ist eine andere Installation. So, editieren wir mal dieses Widget. Test. Sorry, genau. Vielen Dank, Flo. Da wir ja keine Settings dafür festgelegt haben, sind wir gar nicht in der if-Clause drin. So, wir haben das Feld. Okay. In Gruppenarbeit klappt es dann auch. Genau, das ist also der Weg, um Custom Widgets zu erstellen. Man kann es. Nein, nicht so. Also, genau so ist der Weg. Trial and Error. Diese Custom Widgets haben wir jetzt ja in. Also, wenn man ein Yotheme Template hat, kann man diese Widgets in dem WidgetKit Widgets Ordner speichern. Genauso für die Content Provider, die würden hier in dem Ordner Content liegen. Sehen analog aus zu den Widgets, gucken wir uns gleich nochmal an. Wenn man kein Yotheme Template benutzt, könnte man das Ganze natürlich in eine eigene Extension packen für Joomla und darüber die WidgetKit App erstmal laden und dann kann man sich auch dort reinhucken. Content Provider. Ich zeige jetzt mal einen von den vorhandenen, also WidgetKit liegt hier in den Components, CommWidgetKit, Plugins und hier liegen unsere Content Provider drin. Gucken wir uns den Custom Provider an und sieht analog aus wie ein Widget, nur dass wir hier noch die Items-Funktion haben, an dem wir dann unseren Content, den wir uns auf irgendeine Weise irgendwo herholen, an dieses Items-Array adden und können dann in dem Widget wieder über die Items drüber iterieren und die Felder davon ausgeben, die wir hier dran speichern. Views auch wieder, die enthält wieder die Form, indem man die Felder definiert, die auf der Content-Tab-Seite verfügbar sind. Noch eine Frage zu den Content Providern. Ja. Gibt es da schon fertige für diverse K2 zum Beispiel, hast du, glaube ich, genau. Und
Für K2, für Zoo gibt es schon fertige Content-Provider, für Joomla, für WordPress. Wie bitte? Die installiert man am Namen, oder? Die sind schon mit vorhanden. Wenn du WidgetKit installierst, hast du diese Content-Provider alle schon drin. Mhm. Twitter. Die genau. Wurden halt jetzt gerade noch nicht angezeigt, weil wir da jetzt kein Zoo oder K2 installiert haben. Genau. Deshalb konnte man die auch nicht aussehen. Sobald Zoo installiert ist, gibt es da ein Plugin für WidgetKit und das aktiviert man dann einmal und dann hat man auch den Zoo Content Provider zur Auswahl. Was wollte ich gerade sagen? Ich hab's vergessen. Was WidgetKit auch noch bietet, was jetzt sehr schön ist, ist die, wenn es um die Update-Geschichte geht, dass man, da haben wir jetzt einen One-Click-Update-Installer. Und zwar haben wir in den Plugins Installer einen YouTheme-Installer. Und wenn ihr auf der YouTheme-Page angemeldet seid, seht ihr in eurem Profil einen API-Key. Den könnt ihr hier rein kopieren. Speichert das Plugin und sobald wir eine neue WidgetKit-Version veröffentlichen, seht ihr im Extension Manager, dass es da eine neue Version gibt. Klickt einmal auf Update und dann ist die neue Version installiert und verfügbar. Ja, genau. Das war die Entwicklerseite von WidgetKit, wie man es erweitern kann. Auf den harten Weg auch nicht mehr. Gibt es eurerseits noch Fragen zu WidgetKit? Wenn ich das richtig verstanden habe, vorhin muss ich dringend ein Template von euch haben dafür oder kann ich einem anderen Template auch einstellen? Nee, WidgetKit funktioniert mit allen Templates auch. Also die ganzen UI-Kit Assets, die werden von WidgetKit mitgeliefert, sodass es auch in anderen Templates mit UI-Kit gestylt und funktioniert wird. Jo. Ja. Das bietet sich auch ganz gut an, wenn man individualisierte Artikel macht, wo man dann das Slide schon mal mit rechts, links und dann unten oder noch was. Das heißt, da könnte man immer individuelle Customs sozusagen ein Widget-Tipp machen. Aber wenigstens, wenn man dann irgendwie 100 oder 200 erstellt hat, gibt es dann irgendwelche Lageprobleme oder gibt es da keine Schwierigkeiten, wenn man da individualisiert? Beispielsweise eine Seite mit 500 Unterseiten, wo man ziemlich viele extra für einzelne Artikel was aufgebaut hat. Verstehe ich jetzt nicht ganz klar. Also wenn du 500 Artikel auf einer Seite, das wird glaube ich sehr lange dauern. Nein, er meint, er hat 500 Artikel angelegt und die haben einzelne Widgets zum Beispiel drin, wie sich das auswirkt. Von der Datenbank her, von der Abfrage wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Wenn die Seite da durch. Also man hat halt Artikel und möchte halt besonders guten Content zur Verfügung stellen, da tut man halt ziemlich viele individuelle Widgets anlegen. Und dann in Summe hat man dann vielleicht 200 über die Artikel verteilt, 200 Custom-Widgets. Gibt es da irgendwelche Ladeperformance oder ist es egal, wenn es auf Artikelbasis? Nö, da gibt es keine Performance-Probleme mit. Aha. Nur wenn du die 200 auf einer Seite machst. Ja. Das wird eine Weile dauern. Worst case. Ja. Was bei dem Fall mit 200 Widgets sehr interessant wäre, ist ja auch zu, wo man Widgets kopieren könnte, sodass man die auch zuklicken kann, sodass das übersichtlicher bleibt. Die Darstellung im Backend von der Auflistung der Widgets. Ja. Du meinst wahrscheinlich, wenn wir jetzt zum Beispiel Widget. Achso, wir sind ausgeloggt, verstanden? Ja. So, du meinst wahrscheinlich hier, oder? Genau. Ja. Wir können hier zum Beispiel einen Filter, aber das ist halt nach Art des Widgets. Okay, ja. Können wir zum Beispiel mal Grid machen. Da haben wir drei Stück gerade. Du könntest aber auch nach dem Namen suchen. Gibt natürlich auch diese noch größere Darstellung. Ja, es ist besonders interessant, wenn man halt gerade bildlastige Seiten gebaut hat oder ein Kunde hat bildlastige Geschichten und er sagt, ja, ich habe da irgendwie eine Fotogalerie, da sind ganz viele Hunde und das muss ich irgendwie ändern und so. Und dann denkst du, Hunde? Dann könntest du halt hier einmal draufklicken und dann hättest du halt schon direkt diese Großansicht sozusagen mit dem ersten Item.
Das Ganze ist halt per Default auf List View eingestellt. Und wie gesagt, du kannst sie auf jeden Fall filtern. Und das macht das Ganze halt auf jeden Fall einfacher. Okay, gut. Ich hätte aber eine Frage, weil du gerade im Backend bist, könntest du mal so eine Vorweise eine Map annehmen? Achso, meinst du eine Google Maps? Jo. Ja, das können wir machen. Müssen wir noch eine API einbinden oder irgendwo? Muss die mal früher mal werden. So, Custom. Super. Ja. So, dann nehmen wir dann. Ja? Hamburg. Location. So. Genau, das ist das wichtige Feld, so, das man dazu braucht. Genau, man legt also ein Item ein. Das schließe ich nämlich nicht, deswegen habe ich mal ein bisschen gekocht. Ja. Gleich gefunden. Okay, ein bisschen. Genau. Oder dann. Europa Chaussee, das ist sie, glaube ich, hier. Boah, so detailliert müssen wir das haben. So. Titel noch? Achso, natürlich. Map. Ja, und hier bei der Map hatten wir natürlich auch noch gewisse Einstellungen. Ja, wir können halt sagen, dass die ganze das Controlling, da diese UI da deaktiviert werden sollte, welches Zoom-Level auf welchen soll er starten. Da kann man halt sehr nah oder sehr weit einstellen. Style ist immer ganz cool, wenn man halt so eine monotone Seite haben möchte, dann kann man immer sagen, dass man die Saturation, also die Färbung sozusagen auf minus 100 setzt und das als grau. Wir drücken jetzt einfach mal, ich glaube direkt auf Speichern müsste ja schon funktionieren. Save and Close. Gehen nochmal in unseren Artikel. Nehmen wir mal den Joomla. Jetzt haben wir hier den. Jetzt schmeißen wir nochmal raus. Weil es ja ein bisschen klein ist. So. Kriegen wir unsere Map. Safe. Ja, und haben hier unsere Map. Natürlich jetzt Zoom-Level. Können wir ja gleich mal zeigen. So. Settings. War das hier? Ja. Nehmen wir den mal. 14 Euro. Ich weiß gleich nicht, in welche Richtung das ist. Ich glaube, das müsste näher dran sein. Ja, und da sind wir ja schon. Ja. Da geht gleich die nächste Frage, denn wenn Zoo oder Zoo installiert ist, kann man auch mehrere Marker. Genau, in Zoo gibt es ja auch die Möglichkeit, ein Location Field zu hinterlegen und das zieht sich das Widget dann auch und würde dann von den Zoo-Items die Marker entsprechend auf der Map verteilen. Aber ohne Zoo geht das nicht mit mehreren Markern. Doch, geht auch. Wir haben ja jetzt Custom Content, wir könnten weitere Items hinzufügen, die dann auf der Map alle angezeigt werden. Genau. Ich hätte auch mal eine Frage. Ja? Wenn man jetzt einfach mehrere Bilder zeigt, ich würde den Beispiel, ich meine, was als Teaser oder wie auch immer, gibt es die Möglichkeit, die auch per Zufall in eine Reihenfolge bringen zu lassen? Weil momentan ist es ja so, dass die, so wie man sie reinlegt, kommen sie rein. Wenn ich jetzt nur eins rauslösche oder sage, ich füge neue an, werden die da unten angefügt. Ja. Also wir haben den Folder Provider. Ich könnte ja nicht sagen, ich schmeiße jetzt alle Bilder nochmal raus, lade ich nochmal neu rein, oder wie immer. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, also das sortiert sich ja momentan noch alphabetisch. Also wenn ich am Anfang zum Beispiel 5 Bilder auswähle, sind die alphabetisch drin. Wenn genau. Genau, also, die Items werden da in einem Custom mal hinten dran gehängt. Also ich würde es halt immer so machen, also ich glaube, das verstehe ich so, dass man halt, wenn man jetzt neue hinzufügt, die werden ja hinten dran und man möchte ganz gerne... Dran, aber wenn ich dann sage, ich habe jetzt 25 Bilder drin ja. Und will jetzt meinetwegen drei neue, aber die sollen nicht hinten sein, die dann eins nach. Das ist kein Problem, das zeige ich mal kurz, das ist ja, dann klickst du einfach kurz, dann, das ist das Neue zum Beispiel, ne? Ja. Das klickst du einfach an. Man kann es verschieben. Man kann es verschieben, genau. Dann kann man sich ja auch dann halt totschieben. Also... So, es gibt ja auch die Bilder aus einem Folder zu laden. Wir haben ja den Folder-Provider und. Nee, der Folder-Provider, wenn wir den benutzen, dann gibt man einen Pfad ein, aus dem er die Bilder ausliest. Und da gibt es auch die Möglichkeit, die randommäßig anzeigen zu lassen. Das ist das Ding, ne? Ja. Dann nimmst du das Grid oder irgendwas. Ja.
Da, und da hatten wir ja zum Beispiel. Da gibt es die Random-Option. Da habe ich aber keine Möglichkeit, den einzelnen Bildern wirklich Informationen zu geben. Ja. Also nehme ich mal hier so eine Ansonsten müssen wir das nochmal checken oder was. Weil theoretisch können wir jetzt hier, weiß gar nicht, ist das im Kopf? Die Bilder, Widget Kit, Images, Widget Kit. Ändern. So. Nee, da kann man pro Image keinen Content finden. Nee, müssen wir das jetzt erstellen oder nicht? Nein. Achso, oh, da ist er. Ja, guten Morgen. So. So. Wo ist er? Da ist er. Ich weiß aber gar nicht, wo ist er. Wo sind wir denn hier? Was ist das für ein Gelöt hier? Da ist er. Images. Widget Kit, da haben wir noch ganz viele. So. Ja, das müsste doch theoretisch jetzt gehen. So. Ah, oh ja, das ist natürlich wieder hässlich eingestellt. Das vergessen wir dann mal ganz gerne. So, Folder, Widget, Settings. Wollen wir das mal richtig übel machen hier. 4. Safe. Ja. Ja. Das würde auch gehen. Ja, jetzt neu geht. Die müssen jetzt, wenn wir neu laden, in einer anderen Reihenfolge geladen werden. Ja. 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 Und Frage, und zwar, ist es auch möglich, dass man Widget im Frontend editiert oder nicht? Aktuell noch nicht. Nee. Also die ganze Administration ist im Backend. Das ist alles im Backend, ja. Okay. Und ich glaube, es gibt noch so ein anderes Netzwerk, die weiß mal den Namen, ja, Facebook. Gibt es ja da auch irgendwann eine Schnittstelle, so wie bei Twitter? Dass man das anzeigen lassen kann? Die nächste Schnittstelle wäre Instagram, ja, dass wir Bilder aus Instagram laden können und die anzeigen. Facebook ist noch nicht in Planung. Aber ja, aber wenn das gewünscht wird, können wir mal versuchen, das da irgendwie so zu checken. Weiß, das müsst ihr halt die API einmal abchecken. Morgen, nee, morgen ist halt leider Sonntag, das ist Kirchentag. Ja. Das ist der beste Tag zum Arbeiten und kein Kunde an. So, aber ist bei uns eh selten. Gibt es die Möglichkeit, dass ich im Backend bei den Widgets auch schauen kann, wo die eingesetzt sind? Ich meine, wenn ich ein paar tausend Beiträge habe und sogar so ein Bilder zum Beispiel rausnehme, ich weiß schon, dass ich das halt in der Galerie gemacht habe, dass ich mir auflisten kann, wo die alle eingesetzt sind. Ach, die Frage hatte mir vorhin auch schon einer gestellt, wäre wünschenswert gewesen, dass man halt, glaube ich, wahrscheinlich hier auf der Übersicht sehen kann, wo er gepublished ist. Ich weiß nicht, ob das so relativ einfach zu lösen ist. Das müsste man dann nochmal prüfen, weil man könnte es ja theoretisch auf jeder Modulposition, muss ja nicht unbedingt eine Page sein. Wie wird der reichen, wenn so ein Beitrags- oder Artikel-ID oder so hintersteht, also dass man das überhaupt irgendwie finden kann, weil ein paar tausend Artikel sind? Aber die Geschichte wieder, wenn ihr eigene Schlagwörter vergeben könnt, also Text, wo ihr das immer wieder danach sortieren könnt. Artikel so und so und dann zeigen wir. Also die Widgets zu gruppieren. Wir zum Beispiel machen es halt, intern meistens so, dass wenn wir zum Beispiel auf der Home-Seite Widgets publishen, dass wir da halt immer zum Beispiel sagen, das ist die Home-Gallery zum Beispiel oder so. Dann ist das halt für die Frontpage bestimmt und dann können wir auch halt sagen, zum Beispiel intern, wenn wir mal da irgendwie schnell was machen müssen, dass wir dann einfach auch so filtern und dann haben wir halt wirklich die Inhalte, die wir auf der Seite haben, auch direkt gefiltert. Wenn man die halt mal woanders anzeigen möchte, dann wird man ja dementsprechend den Titel einfach ändern, zum Beispiel Kontakt oder so. Und dann hätte man das Problem eigentlich so ganz gut gelöst, würde ich sagen. Ja, also wie gesagt, das Problem ist halt, man weiß nicht genau, in welchen Articles nun der Shortcode eingefügt ist. Da müsste man den kompletten Content durchparsen und gucken, wo dieser Shortcode drin ist. Das ist doch keine S1-Beziehung, also nicht unbedingt. Also kannst du das Ding ja irgendwie an 48 Mal bestellen. Ja. Also prinzipiell kannst du die Benennung machen von Artikelnamen, Kategorienname und so haben wir das immer gelöst. So machen wir das meistens halt auch. Ja. Ja, so eine kleine Breadcrumb einfach davor machen. Ja, gerade wenn es verschachtelt ist, wie setzt sich das an mit Ihren Benennungen? Ja. Noch eine andere Frage. Es
Also wir machen das halt so, also wie Henrik das vorhin gezeigt hatte bei Gusto jetzt hier, das Grid Gusto. Also die meisten Themes haben mittlerweile immer mindestens ein eigenes Widget, was sie mitbringen, das halt einen eigenen Renderer mitbringt. Zum Beispiel war jetzt bei Dennis so eine Art Schachmuster zu finden, das war halt, wurde halt dazugelegt. Und wir versuchen halt immer schon pro Theme so ein Custom, also so ein Bonus-Style zu liefern. Okay. Ansonsten gibt es ja noch die in den Settings die Additional Class, das Feld, um eine eigene CSS-Klasse hinzuzufügen, und darüber könnte man das Styling dann ja auch ändern für das Widget, wenn es jetzt wirklich nur Styling-Änderungen sind. Ja. Genau. Speichert, kann man das halt über seine CSS, über seinen CSS ansteuern und könnte da zum Beispiel was überschreiben, wenn man möchte. Du hattest noch eine Frage? Ja genau, auch wenn man eine große Content-Seite hat, die ganzen, wenn man Datenfelder angelegt hat, gibt es da eine Möglichkeit, falls man dann doch wieder aus Widget Grid raus möchte, dass man das sauber exportiert? Zum Beispiel in Excel oder wo? Ja, also in der Exportschnittstelle so gibt es nicht, außer in der, aus der Datenbank das zu exportieren. Der Arthur meldet sich dann gerade. Das ist ja eh eine eigene Tabelle. Ja. Und die Daten sind einfach als JSON abgelegt. Also theoretisch auch ein SQL-Dump und dann hast du die Daten. Nächste Frage noch, ist die Lazy-Load auch mit integriert? Ich meine schon. Lazy-Load? Für die Images? Nee? Noch nicht. Nee. Okay. Aber wie gesagt, wenn du so Features hast oder so Sachen, die zum Beispiel auch wie mit Facebook, sind wir halt nur offen für, kann man uns auch ganz gerne anschreiben. Kommt auf die To-Do, gucken, ob das Sinn macht oder ob es einfach umzubauen ist, also gerade wegen der API und so weiter. Facebook ist ja noch nicht so bekannt. Noch. Nee, nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, da ist Google Plus auch ein bisschen bekannter noch. Okay, ja, da arbeiten wir auch schon an. Nein. Ja, einfach mal anschreiben oder so. Das fand ich ganz cool, ja. Also ein Backup wäre eigentlich wahrscheinlich nicht so aufwendig, und aber sehr hilfreich. Gerade wenn man so viel konfiguriert und man macht sich deine Widgets fertig. So ein Grid kann man ja auf anderen Seiten auch verwenden, und dann muss man halt immer sehr umständlich die Sachen neu zusammenklopfen. Aber man, also das Coole ist ja eigentlich, man kann bei Widget 2 eigentlich zum Beispiel auch zum Beispiel ein Widget kopieren. Ja, meine Kopie. Also schon klar, aber ich rede das von der anderen Seite. Aber du kannst einfach die, so, die Tabelle, in der die Widgets sind, dumpen, genau, wieder importieren, ja, und dann sind sie schon da. Also so ein Tool ohne Programmierkenntnisse. Ja. Wir haben auch viele Kunden, die eben nicht wissen, wie man FTP, was ist denn? Ja. Also deswegen, weil vielleicht ist ja ein Backup-Knopf nicht so schlimm. Ja. Der gute Arthur will mir das sagen. Ja? Ja, sonst sehe ich nicht. Fragen, Feedback, Wünsche oder so. Nimm das gerne auf. Ich hätte noch ein paar, aber mehr. Nee. Ich habe noch eine Bildergalerie. Ja. Da auch, da habe ich 20 Bilder, die nächsten 20. Oder bei mir war ich immer alle 60 angezeigt. Also so eine Pagination, was wieder fragt. Achso. Pagination gibt es da. Aktuell gibt es noch keine Pagination dafür. Danke, ja, schön. Oder soll ich schreiben? Aber in Englisch. Ja. Ja, können wir mal drüber sprechen. Also, ja. Ja. Warum nicht? Dass man halt sozusagen vor, dass ja, viele Bilder geladen müssen. Ja. Ja. Also das ist immer sozusagen eine Galerie mit 100 Bildern und man möchte nach 20 splitten sozusagen. Ja. Mhm. Das kann, da kann man mal gucken, ob man da was machen kann. So. Ja. Ende.